Ausgabe 25 von Eurotransport TV und Sie sind mit dabei. Das freut mich sehr. Sie haben sich reingeklickt bei eurotransport.de, bei YouTube und bei Facebook. Ja, haben wir ja ein bisschen was gemeinsam heute zu feiern. Wir melden uns vom Autohof Heuer, sind an der A7 zwischen Hamburg und Hannover. Und wie Sie sich vorstellen können, haben wir einiges im Gepäck. Zunächst schlage ich vor, werfen wir daher einen Blick auf die Themen der Sendung. Vom Berufskraftfahrer zum Truckpiloten. Weshalb die Firma Reinhard Logistics das Berufsbild des Lkw-Fahrers schärfen will. 25 Spezialloks für die USA. Bei diesem Schwertransport geht es nicht nur 360 Kilometer über die Straße, sondern auch 6000 Kilometer über den großen Teich. Sonntagsausflug mit Hindernissen. Generationsüberschreitende Liebe zu Lkw-Klassikern bei den Obermanns in Mülheim an der Ruhr. Ja, so Autohöfe wie der hier in Soltau, die haben ja immer ein ganz besonderes Flair. Ganz einfach deshalb, weil die Menschen kommen und gehen, um sich zu versorgen, beispielsweise eben auch LNG zu tanken. Es gibt 750 Lkw von Reinhard Logistics beispielsweise. Aller Hubräume und Klassen, die halten hier sehr, sehr gerne an. Das Besondere übrigens ist, dass die Jungs und Mädels, die da am Steuer sitzen, Piloten genannt werden. Und warum das der Großspedition so wichtig ist, das haben wir mal vor Ort gefragt. Das ist Rico Werner und auf den ersten Blick ist der 45-Jährige auch ein ganz normaler Lkw-Fahrer. Wäre dann nicht Ricos Arbeitgeber die Firma Reinhard Logistics, die nach entsprechender Qualifizierung und Einweisung aus Berufskraftfahrern Piloten macht. So werden die Lkw-Fahrer bei Reinhard dann auch genannt. Ja, Sie haben richtig gehört, auch Rico ist ein solcher Pilot. Und während viele diesen Begriff zunächst für übertrieben oder sogar für einen Werbegag halten, Rico empfindet die Bezeichnung Pilot durchaus als gerechtfertigt. Denn viele wissen gar nicht mehr, was ein Lkw-Fahrer tatsächlich alles leistet und welche Verantwortung mit diesem Beruf verbunden ist. Mit dem Fahren eines Lkw alleine ist es doch lange schon nicht mehr getan. Diese Arbeit, die wir hier machen am Steuer, ja, das ist ja hochprofessionell, was wir hier leisten müssen. Denn der Verantwortungsbereich, den man hier hat als Kraftfahrer, der hat sich ja gegenüber den vergangenen Jahren sowas von erweitert, dass wir ja nicht bloß jetzt als Kraftfahrer hier am Steuer sitzen, sondern wir müssen ja auch in anderen Bereichen professionell arbeiten, wie zum Beispiel der Umgang mit den Kunden, ja, oder der Umgang mit der Ladung. Ja, das muss alles 1A professionell ablaufen. Der Kunde will ja nur einwandfreie Ladung haben oder einwandfreie Ware bekommen. Und man muss Rico fast stoppen, wenn es um die Notwendigkeit geht, sein Berufsbild nach vorne zu bringen. 20 Jahre sitzt Rico nun schon als Lkw-Fahrer hinter dem Lenkrad. Und seit 16 Jahren fährt er für die Firma Reinhard Logistics, wo er meistens mit Baustoffen unterwegs ist. Für seinen Arbeitgeber ist die Verbesserung des Fahrerimages ein zentraler Punkt bei der Bewältigung der vielschichtigen Probleme im Transportgewerbe inklusive der Fahrersuche. Vieles hat sich geändert. Moderne Lkw sind rollende Computerarbeitsplätze, die, wie in einem Flugzeug, perfekt bedient werden wollen. Da passt der Begriff Pilot. Das sind keine klassischen Kraftfahrer mehr, das sind für uns wirklich eine Stufe oder zwei Stufen höher, die Piloten. Das Problem an der ganzen Materie ist wirklich, es kommt draußen nicht so wirklich an. Die Kundschaft respektiert das nicht mehr. Das ist nicht mehr der klassische Trucker wie vor ein paar Jahren. Das ist wirklich ein Pilot, der etwas mehr hat, einen höheren Stellenwert, einfach das Unternehmen auch präsentiert. Und wir als Reinhard Logistik sehen das nicht als Fahrer an, sondern es sind wirklich für uns die Piloten, die weiter oben stehen als die normalen. In Zeiten der Corona-Pandemie satteln selbst arbeitslos gewordene Flugzeugpiloten zu Lok- und Straßenbahnfahrern um, weil sie in diesen Berufen durchaus eine Verwandtschaft zu ihrem früheren Tätigkeitsfeld in der Luft und eine Zukunft sehen. Doch bleiben wir bei Rico Werner, einem Lkw-Fahrer aus Überzeugung. Wie sieht er das denn auch hinsichtlich der Bezahlung? Pilot und Lkw-Fahrer, kann man das eine mit dem anderen wirklich vergleichen? Natürlich ist es so, dass ein Pilot natürlich mehr verdient wie ein Kraftfahrer, ist natürlich klar. Aber trotzdem, der Verdienst des Kraftfahrers ist natürlich heute, könnte natürlich immer mehr sein, aber er ist angemessen. In erster Linie ist es wichtig, dass man das will.
Wenn man das nicht will und sich so sagt, ach, naja, ich möchte bloß ein bisschen Geld verdienen, dann würde ich davon abraten. Ja? Weil dann hält das derjenige nicht lange durch. Aber wenn die Einstellung stimmt, wie bei mir zum Beispiel, ja, dann kann ich nur sagen, los geht's. Fragen der Bezahlung aber muss jeder Arbeitnehmer für sich selbst beantworten. Doch bleiben wir irgendwie beim Thema Fliegen. Rico ist mit einem 460 PS starken Iveco S-Way Volumengliederzug mit LNG-Antrieb unterwegs, der auch Jumbo genannt wird. Rico fährt tatsächlich das weltweit erste Gespann dieser Art, das sich durch ein großes Fahrerhaus und eine zwangsgelenkte Nachlaufachse auszeichnet. Und Rico liefert damit, wie heute, Baustoffe in einer Metropole wie Berlin aus. Radfahrer und Fußgänger, die seinen Weg kreuzen, sind ein ständiges Risiko. Ohne moderne Technik wie den Abbiegeassistenten und einen ständigen Blick in die Spiegel geradezu lebensgefährlich. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Trotzdem ist Rico vom Handling des neuen Gliederzuges überzeugt. Ich muss den Kunden auf jeden Fall erreichen, ja, egal wie. Und da macht sich natürlich dann der Gliederzug natürlich besser, indem ich mir vorher überlege, wie lade ich das und setze mir die Engstellen, sag ich mal, und die Baustellen, die vielleicht schlecht mit dem Komplettzug erreichbar sind, auf dem Motorwagen und lass den Hänger einfach stehen. Und somit habe ich die Hälfte an Länge bloß und den Stapler dran. Und deswegen eignet sich sowas natürlich hervorragend für Wohngebiete und für enge Straßen, um den Kunden trotzdem die Baumaterialien und Baustoffe anzuliefern. Vor allem bewährt sich die LNG-Technik für Einsätze in der City, sowie hier in einem Baustoffhandel im Ostteil Berlins, wo Rico gerade ablädt. Vorteil des LKW, er ist leiser als andere und punktet im Vergleich zu herkömmlichen Trucks durch deutlich geringere Stickstoffdioxid- und Rußemissionen. 10 weitere Gliederzüge dieser Art hat die Firma Reinhardt Logistics bereits bestellt. Haupteinsatzgebiete sind die Baustofflogistik und der Bereich Automotive. Wir haben für die Konstruktion ein Vierteljahr gebraucht. Es ging hauptsächlich darum, für den Kraftfahrer Zufriedenheit darzustellen. Wir haben den Aufbau realisieren müssen, das heißt 3 Meter Innenraumhöhe, maximales Volumen, was man damit auch transportieren können unter Berücksichtigung der maximal erlaubten Höhe des Fahrzeuges. Wir mussten uns ein Stück weit mit dem Thema auseinandersetzen, was das LNG betrifft, Gewichtsreduzierung. Denn am LKW sind zwei 540 Liter große Tanks verbaut, die eine Reichweite von bis zu 1600 Kilometern ermöglichen. Und diese Technik wiegt natürlich auch. Die Firma Reinhardt Logistics hat inzwischen übrigens 340 Iveco-Lkw mit flüssigem Erdgas im Einsatz. Dabei ist die Flotte der LNG-Lkw ebenso schnell gewachsen wie das LNG-Netz hierzulande. Die Tankstellen, die heutzutage in Deutschland sind, nehmen immer mehr zu und das Netz verdichtet sich. Und das ist auch für unsere Spedition natürlich gut. Wir brauchen keine Umwege mehr einplanen. Die Strecken zu den Kunden können jetzt mit der Tankung gleich, sag ich mal, streckennah eingeplant werden. Und die Tendenz ist natürlich steigend. Rico Werner ist auf dem Weg in den Feierabend. Ja, er ist Lkw-Pilot. Er hat Spaß an diesem Begriff und an seinem Beruf. Und zum Schluss kommt noch einmal der Vergleich zur Fliegerei. Denn auch in seiner Fahrerkabine sieht es ja fast so aus wie in einem Jet. Ja, absolut. Also man kann wirklich von Cockpit reden. Denn die Technik heutzutage hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Ja? Wir haben hier Sicherheitsassistenten eingebaut, die den Fahrer natürlich mächtig unterstützen. Gerade auch wie heute in Berlin im Stadtverkehr. Ja? Und das war vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar, dass sowas in so einem LKW auch eingebaut wird. Natürlich weiß auch Rico Werner, dass ein LKW kein Flugzeug ist und es nie werden wird. Und deshalb wird er eben auch niemals abheben, sondern als LKW-Fahrer einfach nur seinen Job machen. Das aber so gut und so sicher es geht. Ja, wo wir gerade beim Jumbo und seinem Piloten sind, bleiben wir doch mal bei den ganz Großen. Denn jetzt habe ich einen Schwertransport für Sie, der es in sich hat. Und ich rede nicht über den, der hier hinter mir steht. Der ist nämlich wirklich Pillepalle gegen den Auftrag, den ich Ihnen jetzt vorstelle. Es geht darum, 25 Spezialloks, jeweils 90 Tonnen schwer, von Kassel nach New Jersey zu bringen. Natürlich nicht nur auf der Straße, sondern auch
auch mit dem Schiff muss das Ganze über den großen Teich. Und das ist ein ziemliches XXL-Unterfangen. Selbst für die Unternehmensgruppe Universaltransport, die sich ja spezialisiert haben auf Schwerlast und Projektlogistik. Also gucken wir mal gemeinsam rein, wie schwer es wirklich ist, die Lok auf die Straße statt auf die Schiene zu bringen. Bis zum Start dieser Serie von Schwertransporten hat es lange gedauert. Langsam schiebt sich der mächtige Konvoi vom Betriebsgelände der Alstom Group in Kassel. Und zwei MAN TGX mit jeweils 640 PS rammen eine imposante Speziallok auf einer Kesselbrücke ein, die eine weite Reise vor sich hat. Da ist der reine Straßentransport bis in den Hamburger Hafen natürlich erst der Anfang. Zur Route gehören 360 Kilometer Straße und ein rund 6000 Kilometer langer Seeweg. Schwertransporte wie dieser, noch dazu, wo es 25 davon geben wird, sind eine echte Mammutaufgabe und erfordern eine gewaltige Logistik. Eine Logistik, bei der man an alles denken muss und die passt. Hier geht es eben um viel, viel mehr. Hier transportieren wir nicht nur eine Lokomotive bis nach Hamburg, nein, wir bringen sie dann auch noch auf den Seeweg. Und auf den Seeweg bis nach New Jersey, wo wir sie dann einem Empfänger übergeben und auf Schienen stellen. Die erste Zugmaschine zieht die 83 Tonnen schwere Fracht und die zweite schiebt dort, wo die Kraft eines einzigen LKW schon lange nicht mehr ausreichen würde, um die Steigungen alleine zu bewältigen. Bei starkem Gefälle bremst sie natürlich mit ab. Der Transport erfordert äußerste Konzentration. Die Lok wiegt nicht nur, sie kostet auch Millionen. Das bedeutet eine enorme Verantwortung. Vier Begleitfahrzeuge sichern den Transport ab. Die Helfer kennen die Fahrer und wissen, dass sich hier jeder auf den anderen verlassen kann. Die aufreibendste Aufgabe hat der Fahrer der ersten Zugmaschine. Doch auch ohne seinen Kollegen geht es nicht. Ja, die beiden Fahrer sind per Funk dauerhaft miteinander verbunden, stehen die ganze Zeit in der Kommunikation untereinander. Jedes Manöver muss genau aufeinander abgestimmt werden. Es kann natürlich nicht sein, dass der eine zieht und der andere bremst. Es muss gemeinsam der Punkt gefunden werden, wann Gas gegeben wird, damit der Transport vorankommt. Wie immer steckt der Teufel bei solchen Transporten im Detail. Und schon auf den ersten Kilometern der Strecke rund um Kassel sind es Brücken, die den Fahrern der Schwertransporte Sorgen bereiten und immer wieder für Verzögerungen sorgen. Lok plus Tieflader bringen es im normalen Fahrbetrieb zusammen auf eine Höhe von 4,50 Metern. Doch hier ist es tatsächlich Zentimeterarbeit, um die wertvolle Fracht unbeschadet ans Ziel zu bringen. Und gut, dass die Kesselbrücke sich beinahe bis auf die Straße absenken lässt. Wieder einmal ist die anspruchsvolle Technik ein wertvoller Begleiter. Das ist jetzt ja eine der niedrigsten Brücken der B7, wo der Transport wirklich fast aufs Minimum abgesenkt werden muss. Das heißt, wir sehen jetzt gleich, zwischen den Brückenträgern und der Fahrbahn werden nur noch 2-3 cm Luft sein. Wir mussten das Fahrwerk jetzt hydraulisch absenken, dass wir unter der Brücke problemlos runterherkommen. Und so folgt eine Brücke auf die andere, wobei die Probleme tatsächlich immer die gleichen sind. Da könnte man doch theoretisch die Kesselbrücke einfach unten lassen und dann weiterfahren, um nicht gleich wieder stoppen zu müssen, oder? Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil wir im weiteren Verlauf der B7 gleich schon wieder eine Bodenwelle haben, wo der Transport mit der Fahrhöhe jetzt definitiv den Asphalt schleifen würde. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen das Fahrwerk jetzt wieder anheben, den gesamten Transport über den Huckel fahren bis zur nächsten Brücke und dort wieder absenken. Und dann die engen Ortsdurchfahrten. Auch diese Fahrmanöver sind für die Fahrer des Schwertransportes mitunter nervenaufreibend. Dass die Loktransporte ausgerechnet diese Routen nehmen, hat einen einfachen Grund. Das Autobahnnetz, vor allem die Brücken, ist marode und für solche Transporte einfach nicht geeignet. Extrem wichtig für die Transporte sind die Vorbereitungen durch die zur Universaltransportgruppe gehörende Firma STB Verkehrstechnik. Diese Vorarbeiten sind das A und O eines jeden Schwertransportes. Und Schwertransporte sind eben Teamarbeit. Dann nähert sich der Konvoi einem Kreisverkehr, den man so auch nicht alle Tage sieht. Eine kleine Verschnaufpause für die Verkehrshelfer, denn diesmal braucht der 60 Meter lange Konvoi einfach nur geradeaus zu fahren. Was ist denn das?
Das hier ist ein extra speziell für Schwertransporte ausgebauter Kreisverkehr, der in der Mitte eine asphaltierte Fahrspur hat. Dies erleichtert uns die Arbeit sehr, da wir nicht die normale Spur des Kreisverkehrs nehmen müssen, sondern einfach über die Mitte drüber fahren können. Geladen ist die Lok auf einer speziellen Kesselbrücke, die vorne und hinten jeweils 7 Achsen und insgesamt 112 Reifen hat. Sie wurde eigens für den Straßentransport der US-Loks hergestellt. Alleine daran lässt sich schon erkennen, wie weitreichend und komplex die Planungen für den Loktransport nach New Jersey sind. Projektleiter ist Hans Unger von der zur Universaltransportgruppe gehörenden Firma Züst und Bachmeier. Und wenn Unger bei diesem Schwertransport eine Erfahrung gemacht hat, dann ist es die. Schienenfahrzeuge sind aufgrund ihrer anspruchsvollen und empfindlichen Technik immer mit äußerster Vorsicht zu transportieren. So eine Lok ist eigentlich dazu da, um auf Gleisen zu fahren. Eigentlich dürfen Sie die nicht anfassen. Wenn Sie einen Trafo haben oder eine Turbine, da kann man nicht viel dran kaputt machen, es sei denn, man schmeißt sie um. Bei der Lok ist so viel Technik außen dran, deshalb ist die Art und Weise, wie man so eine Lok behandelt, eine andere als bei anderem Schwergut. Absolute Vorsicht bei der Verladung und beim Transport ist auch eine Vorgabe des Lokherstellers. Wir haben einen anspruchsvollen Kunden, wir haben ein Premium-Produkt und wir möchten, dass das Produkt auch dementsprechend bei dem Kunden genauso ankommt, wie es hier unser Werk auch verlassen hat. Allein für den Weg von Kassel nach Hamburg werden 4 Nächte benötigt. Atemberaubend ist aber das, was sich dann in der Hansestadt selbst abspielt. Denn jetzt muss die sperrige Fracht auf ein spezielles Roro-Schiff. Aber auch dort muss man mit einem solchen XXL-Transport erst einmal hinkommen. Weil wir in Hamburg eine Brücke haben, über die wir nicht drüber fahren können mit dem Gewicht, mussten wir zu einem anderen Terminal fahren, haben dort die Lok mit einem Schwimmkran vom LKW genommen, auf dem Schwimmkran abgesetzt und sind dann mit dem Schwimmkran 6,5 Kilometer die Elbe raufgefahren, um dann die Lok wieder am richtigen Terminal auf Holzblöcke abzusetzen, damit sie von dort dann am Terminal auf die Drehgestelle gesetzt werden konnte, um dann aufs Schiff fahren zu können. Und auch diese Etappe meistert der aufsehenerregende Transport mit Bravour. Mit 2 Drehgestellen komplettiert, wiegt die Ladung aus Kassel jetzt stolze 130 Tonnen und ist mit spezieller Ladungssicherung für die raue See gewappnet. Welchen Belastungen die Fracht durch den häufig schweren Seegang auf dem Nordatlantik ausgesetzt ist, lässt sich im Vorfeld nie genau sagen. Aber der 12 Tage lang dauernde Seeweg birgt eben auch Risiken, die sich mit einem Transport auf der Straße nicht vergleichen lassen. Wir haben jetzt die Lokomotive auf so einem sogenannten MAFI. Das heißt, sie wird dann gleich von dem Hafenbetrieb in das Schiff hereingefahren. Dort wird sie dann entsprechend seegerecht gesichert, weil ja auch auf hoher See ganz andere Kräfte wirken. Es ist ja eine ganz andere Dynamik, die auf dem Schiff dann eintreten wird. Und dementsprechend muss natürlich eine ganz andere Sicherung erfolgen als auf dem LKW. Bleibt zum Schluss nur noch eine spannende Frage. Warum nämlich die Amerikaner bei ihren Lokomotiven ausgerechnet auf Technik Made in Germany vertrauen? Nun, hier hat der Kasseler Hersteller eindeutig die Nase vorn. Die Lok fährt elektrisch und mit Dieselantrieb. Wir haben bei dieser Lok eine elektrisch installierte Leistung von ca. 5400 PS. Fahren mit den Elektromotoren im Stadtgebiet von New York. Außerhalb des Stadtgebietes fahren wir mit den Dieselmotoren. Dort haben wir 2 installierte Maschinen, die zusammengenommen ca. 4400 PS liefern. Die Auslieferung der letzten Lok ist für 2022 geplant. Und noch bis dahin sind auch die Fahrer von Universaltransport dafür im Dauereinsatz. Also, 2 Loks haben schon ihr Ziel erreicht, da waren es nur noch 23. Eine ziemlich eindrucksvolle Nummer, wie ich finde. Eine solide Leistung erbringen historische Nutzfahrzeuge ja auch. Wobei, man muss ja sagen, bei denen kommt es ja eher auf den glänzenden Auftritt an. Denn sie ziehen immer wieder bewundernde Blicke auf sich. Und davon können auch Dirk und Nick Obermann aus Mülheim an der Ruhr ein Liedchen singen. Denn das Vater-Sohn-Gespann, das macht sich gerne auf den Weg mit seinen 2 Generationen. Einer Kälble-Zugmaschine und einem Mercedes-Benz SK. Und wenn dann so viel Oldie-Diebe im Spiel ist, sind wir natürlich auch nicht weit.
Los geht's zu einer gemeinsamen Oldie-Tour am Sonntag. Die Straßen sind frei und der Terminkalender lässt es zu. Am Start Dirk Obermann aus Mülheim an der Ruhr mit seiner Kälble-Zugmaschine von 1966, die einst in Diensten der Deutschen Bundesbahn stand und dort schwere Lasten zu den Gleisen schleppen musste. Der LKW hat 220 PS und 12 Liter Hubraum, ein Prachtexemplar. Und dann Junior Nick mit seinem gerade erst restaurierten Mercedes-Benz SK von 1990. Ein klassischer Fernverkehrszug mit 330 PS. Wenn man so will, ein echter Youngtimer. Mit einem solchen Lastwagen ist Nick im elterlichen Betrieb groß geworden. Doch lassen wir die beiden Obermänner selbst erzählen, weshalb sie ausgerechnet auf diese Schmuckstücke abfahren und was die beiden LKW sozusagen mit ihrem eigenen Leben zu tun haben. Die Faszination an den älteren LKWs, kann ich ganz klar sagen, ist nicht nur das Fahren, einmal das Restaurieren, das Wiederaufbauen, Teilebeschaffung und solche Sachen, alle, das Organisieren. Das macht mir eigentlich noch mehr Spaß, wie hinterher zu fahren. Aber bei dem LKW hier, muss ich sagen, macht mal das Fahren auch extrem viel Spaß, weil er trotz seines hohen Alters, seines hohen Gewichts, seiner geringen Leistung einfach angenehm fährt. Ist zwar sehr laut, aber sonst fährt er sehr, sehr angenehm. Also ich bin Baujahr 98, sage ich jetzt mal so. Der LKW ist Baujahr 90, ist zwar jetzt nicht ganz mal, ist zwar 8 Jahre älter als ich, aber ich habe ihn, also wo ich klein war, noch fahren sehen, den SK. Daher kommt auch so meine Verbindung dazu. Wir hatten bei uns in der Firma, in der Spedition zum Anfang auch noch einen SK laufen, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Das war ein LKW-Transporter und daher kommt so die Verbindung dazu. Und ich fand den SK schon immer schön. Ich fand das immer ein schöner LKW, ein G, klar, der Vorgänger auch, aber ein SK 1735 war halt, fand ich einfach immer gut. Wer wie Dirk Obermann häufig mit klassischen LKW unterwegs ist, der verzichtet gerne auf den heute üblichen Komfort. Denn so etwas gab es in den 1960er Jahren einfach noch nicht. Beim Sonntagsausflug mit der Kälble ist Dirk deshalb auch in seinem Element. Er genießt nicht nur den Charme des mächtigen Haubenwagens, sondern vor allem, dass hier nahezu alles mechanisch funktioniert. Ich sag mal, früher mit dem Fahrzeug warst du Kraftfahrer. Du brauchst trotz Hydrolenkung mehr Kraft zum Lenken. Es gab keine Klimaanlage, es gab im Winter keine vernünftige Heizung. Die Übersicht war natürlich bei weitem nicht so groß. Man hatte so kleine Spiegelchen da dran, keine Weitwinkelspiegel, keine Bordsteinspiegel, gar nichts. Man war viel mehr gefordert, mit dem Fahrzeug zu fahren. Wie heute. Heute hat man alle möglichen Assistenzsysteme, Helferlein, ABS, ASR, EBS und was mögliche alles. Aber hier haben wir alles. Hier kommt es eigentlich nur auf den Fahrer an. Da hat es Sohnemann Nick im SK von 1990 schon wesentlich leichter. Vor allem mit der Lenkung. Für Dirk Obermann ist das aber noch lange kein Grund, neidisch auf ihn zu sein. Ich fahre nicht mit der Kälble, weil er einfach eine sehr gute Motorcharakteristik hat für so ein altes Fahrzeug. Er hat viel Leistung, viel Drehmoment. Viel Leistung kann man sagen, 230 PS, aber für seine 230 PS sieht er sensationell gut. Weil die Autos sind ausgelegt für über 300 Tonnen Gesamtzuggewicht. Also deshalb muss der schon Kraft haben und das Auto hat Kraft. Und ich fahre halt gerne damit. In den 1990er Jahren war der Mercedes-Benz SK in der Speditionsbranche ein sogenanntes Brot-und-Butter-Auto, vor allem in dieser Farbe. Und Nick hätte vermutlich noch ganz andere Trucks haben können, aber ausgerechnet die damalige Popularität des SK bereitet ihm Freude. Denn protzen will er mit dem Truck nicht, er genießen und sich darüber freuen, wie beliebt dieser LKW ist und war. Da gibt es eine schöne Geschichte. Ich war die erste Tour mit Auflieger unterwegs. Da war der gerade 3-4 Tage fertig. Fahre ich bei uns an Mülheim von der Autobahn runter, Sterne Ampel, hält neben mir einer an im PKW und sagt er, das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich nicht. Das war der LKW. Ich hatte gerade meinen Führerschein. Darauf habe ich angefangen als LKW-Fahrer. Genauso 1735 mit Dreiecksauflieger in Blau, sagt er. Damit habe ich angefangen, LKW zu fahren. Und wenn natürlich so ein Mann dann zu dir kommt und sich richtig freut, so ein Auto wiederzusehen, das macht dann auch einfach Spaß. Da kriegt man wirklich Freude dran.
Es ist eine Sonntagsspazierfahrt und eigentlich sind Dirk und Nick zum Kaffee bei Freunden verabredet. Doch wer dabei die Landschaft genießen will, kann schnell Probleme bekommen. Und da sind sie auch schon. Ja, das Höhenproblem. Ja, müssen wir mal gucken, aber ich komme nicht durch. Nick versucht es erst gar nicht. Sein SK passt dann niemals durch. Aber was ist mit der Kälble von Dirk? Der Anhänger wird sicherheitshalber abgekoppelt. Ob aber auch die Kälble durch die Unterführung passt? In der Ruhe liegt alle Kraft und Dirk Obermann wagt das Experiment im Schritttempo. Geschafft. Viel Zeit verloren, aber wie kann sowas überhaupt passieren? Tja, das ist immer die Frage, wie sowas passieren kann, das darf eigentlich nicht passieren. Das war wohl, wir haben uns aufs Navi verlassen und waren dann verlassen, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt suche ich gerade hier mal am Telefon, ob die Route, die der Vater jetzt fährt, ob da man da durchkommt vernünftig. Aber sieht alles gut aus. Und es kommt noch besser als gedacht, denn da, wo die Kälble durchpasst, müsste sie am Ende auch mit dem Anhänger durchpassen, oder? Theoretisch ganz schön knappes Manöver. Doch zu früh gefreut, denn ein paar Kilometer später steht die Kälble am Fahrbahnrand. Wo aber liegt das Problem? Nick telefoniert mit einem Mechaniker. Da ist gerade eine Lüfterschraube von rausgeflogen. Abgerissen. Ich weiß nicht wieso, während der Fahrt. Die Lüfterschraube ist abgerissen. Die historische Zugmaschine verliert Diesel. Das hier ist halt passiert durchs Alter. Das ist altes Material. Klar, Einschusspumpe ist überholt, aber du guckst die Schrauben an, Schrauben sind gut, baust sie wieder ein, weil das sind da spezielle Schrauben. Spezielle Schrauben verlangen nach speziellen Lösungen. Die Obermanns sind findig und lösen ganz einfach eine passende Schraube an der Kennzeichenhalterung. Die müsste passen. Wir holen jetzt hier eine Schraube raus. Das hängt. Und mit der Schraube das andere abzudichten. Gesagt, getan, so als sei es die einfachste Sache der Welt. Und tatsächlich, die Reparatur am Fahrbahnrand ist geglückt. Weiter geht's. Wir fahren eigentlich jedes Jahr mit 40 alten LKWs auf Ferienfahrt. Und dann fahren auch sehr viele Leute gerne mit uns, also mit mir und Nick, weil wir eigentlich immer eine Lösung haben, um sowas zu reparieren. Bei uns passiert das eigentlich selten. Also das ist, glaube ich, der erste Schaden seit vier, fünf Jahren, den wir selber an einem Auto hatten, wo wir stehen geblieben sind oder eine Reparatur hatten. Obwohl das jetzt eine Kleinigkeit war, aber bei anderen Autos haben wir schon alles gemacht. Von Kupplung wechseln, Räder wechseln, Radbolzen wechseln etc. In diesem Fall aber fällt der Sonntagsnachmittagskaffee ins Wasser. Denn Nick und Dirk wollen in der heimischen Werkstatt sicherheitshalber noch einmal genau nachsehen. Aber so ist das eben. Historische Nutzfahrzeuge sind ein herrliches Hobby. Doch mit dem Alter der LKW steigt auch das Risiko von Überraschungen. Ja, das ist wirklich das herzigste Gespann, was ich seit langem gesehen habe. Duke und Karl-Heinz, die machen sich gleich wieder auf die Reise. Und das heißt für uns, wir machen Feierabend. Das war's von Eurotransport TV, zumindest für heute. Wenn Sie mögen, klicken Sie sich beim nächsten Mal wieder rein bei eurotransport.de, bei Facebook und bei YouTube. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich empfehle Ihnen in diesen Zeiten eins, bleiben Sie vor allem gesund, aber auch eins in Bewegung.